Freunde, willkommen zurück zu Pimp My Deck. Also gehen wir mal in die Deckverwaltung und gucken uns das Ganze nochmal an. Hier, was haben wir noch? Wenn ich mich täusche, haben wir die hier soweit durch und hätten jetzt hier noch ein bisschen was auf. Genau, ich wollte unbedingt, bevor ich irgendwas anderes mache, aber Scenes a Room pimpen. Dass das Deck nicht gepimpt ist, ist unverschämt. Geht gar nicht. So, den Lunarchen kennen wir, der ist richtig fantastisch, den lassen wir natürlich drin, genau wie den Champion. Wobei den viermal zu haben, ist so eine Sache. Müssen wir gucken. Wir haben noch den Todgeweihten, wenn er stirbt, bringt dann 1-1 Flyergeist mit. Super, Pass to Exile, lassen wir natürlich drin. Was haben wir hier Schönes? Ritter der Weißen Orchidee. 2-2, 2 Mana und Erstschlag. Wenn der Ritter ins Spiel kommt und falls ein Gegner mehr Länder kontrolliert als du, kannst du die Bibliothek nur einer Ebene durchsuchen. Nette Karte, aber nicht ganz, was ich hier suche. Ich spreche erstmal raus. Das ist erstmal nicht. Weil alleine hier, Talia, wesentlich besser. Wird wahrscheinlich auch gleich reinfliegen hier, die gute Talia. Die noch nicht drin ist, finde ich sehr verwunderlich. Aber vielleicht kommt die hinten hier noch, weiß ich ja nicht. Okay, gucken wir weiter. Großer Abschaffer ist eine sehr geile Karte, finde ich. Während deines Zuges können deine Gegner keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeiten von Artefakten, Kreaturen oder Verzauberungen aktivieren. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Also der, auch wenn der mehrmals noch da ist, werden wir noch mehrmals reinpacken. Der ist richtig geil. Die Meute, klar. Schöner Verwerter hier, immer gut. Ehre der Reihen, natürlich. Okay, dreimal glaube ich eher nicht. Tschüss. Die Bindung ist eigentlich sehr geil, weil man kann die auf zwei Arten benutzen. Entweder für sich offensiv oder für den Gegner defensiv. Für zwei Mana lassen wir auf jeden Fall erstmal drin. Hier die Bürger, die versammeln sich, bringen also Token mit und bei 5 Lebenspunkten oder weniger gibt es richtig Token. Lassen wir also auf jeden Fall drin. Den Mentor der Sanften finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und deswegen kommt er auch rein. Zweimal reicht auch völlig. Hier haben wir noch den Schwarzseher. Oh, komm. So, der bringt mir Tokens. Und Schicksalsstunde hat er auch noch. Und dann pusht er alle meine Kreaturen. Also eigentlich, der Typ ist einfach genial. Den möchte ich drin haben. Den Unholdjäger fand ich schon immer sehr cool. So, das ist der Kleriker. Beim Kleriker... Er kam noch nie wirklich gut und überzeugend. Die Ringe lassen wir erstmal drin. Er hier bringt einen Token mit sich. Lassen wir auch erstmal. Gut, der Engel ist jetzt nicht prall, sag ich jetzt mal. Ne? 2-4, Flying Lifelink. Aber er hat uns schon oft gute Dienste geleistet. Der himmlische Aufseher muss natürlich rein. Flying, und solange ich einen Mensch habe, ist er fluchsicher und unzerstörbar. Klar muss der rein. Auch hier für die 5 Mana ist das gar nicht viel. Also das ist okay, das können wir machen. Hier haben wir noch den Bannender Engel. Fliegen, First Strike, Lebensverknüpfung, Schutz vor Dämonen und vor Drachen. Also 5-5 Flying, First Strike und Lifelink ist für 5 Mana vollkommen in Ordnung. Der Schutz vor Dämonen und vor Drachen ist mir viel zu speziell, aber dafür zahlen wir auch nicht die Kosten. Das ist erst für die anderen Sachen, daher finde ich das in Ordnung. Den Geist müssen wir drin haben, den haben wir schon so oft gespielt, der ist einfach nur richtig, richtig gut. Hier haben wir noch die zunehmende Hingabe. Bringe 5 1-1 weiße Menschen-Kreaturspielsteine ins Spiel, falls die zunehmende Hingabe aus einem Friedhof gewirkt wurde. Bringe stattdessen 10. Und die können wir einmal spielen für 5 und dann nochmal für 9 aus dem Friedhof, um dann den nochmal zu aktivieren. Das ist eine geile Karte, weil selbst wenn sie auf der Starthand ist, einfach mal wegschmeißen. Fürs Late Game, mal gucken, ob sie kommt oder nicht, ist egal. Requiem Engel, ja, 5-5 Flying, immer wenn eine andere Kreatur, eine andere Nicht-Geist-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, bringe ein 1-1 Geist ins Spiel. Und das ist wieder eine nette Sache. Der Engel, wenn er ins Spiel kommt, zerstöre alle getappten Kreaturen. Ja, mal schauen. Die Geliebte, was? Ach, ein geliebter Verstorbener. Fliegend, solange der geliebte Verstorbene in deinem Friedhof ist, sehr gut, also auf Starthand direkt hier weg, nein, kommt jede Mensch-Kreatur, die du kontrollierst, mit einer zusätzlichen 1-1-Marke ins Spiel. Geile Karte. Geile Karte. Fliegend Wachsamkeit 5-5 für 7 Mana. Ich glaube nicht. Und nochmal die fromme Anrufung. Tappe eine beliebige Anzahl ungetappter Kreaturen, die du kontrollierst, bringe für jede auf diese Weise getappte Kreatur einen 4-4 weißen Engel ins Spiel. Kann man lassen. Und Avastin selber müssen wir drin lassen, weil es einfach der Chef ist, oder die Chefin in dem Sinne. Fliegend, Wachsamkeit, unzerstörbar. Andere bleibende Karten, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Warum auch nicht? 8-8. Die GG-Karte.
So, ich habe schon meine Kandidaten so im Auge, die ich rausschmeißen werde, aber gehe jetzt erstmal hier alles nochmal von vornherein durch. Nette Karte brauchen wir aber nicht. Der Seelenwächter, den möchte ich ganz gerne hier drin haben. Oder? Ah doch, lassen wir mal drin. Weihen, verhindere allen Schaden, den ein Zauberspruch deiner Wahl in diesem Zug zufügen würde. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu. Puh. Nehmen wir erstmal pauschal rein, sehr geil. Tali habe ich eben erst gesagt, muss rein. Der auf gar keinen Fall. Der Elite-Inquisitor. 2 Mana, 2-2, Wachsamkeit, also Vigilance und First Strike, Schutz vor Vampiren, Werwölfen und Zombies. Ich finde ihn cool, allein vom Text. Ja, der Recke, ja, 2-1, Wachsamkeit. Lass mal erstmal weg, ne? Ehre der reinen Hammer genug. Bleibst du draußen? Den fand ich bis jetzt nie so prall. Er klingt super, aber irgendwie kam er noch nie so richtig. Für alle, die die Allianzenspiele nicht gesehen haben sollten. Er ist halt immer, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, wird er enttappt. Ist cool, gerade in dem Deck, da kommen immer Kreaturen, aber irgendwie kam er noch nicht gut. Ja, alleine als Einzelne finde ich ihn auch nicht so prall. Den Ältesten haben wir eben erst rausgeworfen. Und bei dem Engel 3-4 aufblitzen, also als Instant spielbar. Fliegend, wenn der Engel der Wiederherstellung ins Spiel kommt, kannst du eine Nicht-Engel-Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil schicken und sie dann unter deine Kontrolle wieder ins Spiel zurückbringen. Das habe ich mal probiert, ein bisschen zu spielen, kam leider nicht so prall. Gibt geile Kombis damit, aber kam einfach nicht. Immer wenn eine andere Kreatur unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten alle Kreaturen, die du kontrollierst, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Rein damit. 7 Lebenspunkte bekommen brauchen wir nicht. Der Bann der Engel ist einmal drin, das reicht uns. Ring der drei Wünsche. Der Ring der drei Wünsche kommt mit 3 Wunschmarken ins Spiel. 5 Mana und tappen, entferne eine Wunschmarke vom Ring der drei Wünsche. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte, decke sie auf und nehme sie dann auf die Hand. 5 Mana, eine Karte raussuchen. Ist mir noch irgendwie gerade so zu teuer. Heiliges Begräbnis. Lege alle Kreaturen unter die Bibliothek ihres Besitzers. Alle. Ah. Unsterblicher Engel. Fliegend und für 2 Mana eine Kreatur deiner Wahl erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Ja, aber für die Kosten können wir halt schon die Undestructible Engel rausbringen. Zwielichtshirtin wird reinkommen. 5-5. 6 Mana. Fliegend Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel kommt, bringe alle Karten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück, die in diesem Zug aus dem Spiel dorthin gelegt wurden. Und Beharrlichkeit. Beharrlichkeit habe ich leider nicht mehr im Kopf. Es tut mir leid. Fliegend, wenn die Stimme der Provinz ins Spiel kommt, bringe einen 1-1 weißen Spielstein ins Spiel. Ja, nee. Immer wenn der Bund der Märtyrer oder eine andere bleibende Karte, die du kontrollierst und die kein Land ist, aus dem Spiel auf den Friedhof gelegt wird, opfert jeder Gegner eine bleibende Karte, die mit der auf den Friedhof gelegte Karte und Kartentyp übereinstimmt. Können wir gerne reinnehmen. Obwohl, nein, kommt wieder raus. So, hier war ein Erzengel, den haben wir eben erst rausgepackt. Und hier nochmal die fromme Anrufung. Ganz ehrlich, die reicht uns bei den Mana-Kosten eigentlich einmal. Das sollte nach Möglichkeit eine GG-Karte sein. Jetzt gucken wir uns das ganze Prozedere hier nochmal an. Wir haben sehr viele kleine und wir haben ein paar von den dicken. Und eigentlich ist es das, worauf ich auch mit dem Deck hin möchte. Ich möchte am Ende den dicken Engel da stehen haben. Und einfach nur bis dahin es schaffen. Deswegen packen wir doch noch den hier rein und den auch noch und den auch noch. Damit wir auch wirklich die dicken Engel kommen, den Aufblitzer nehmen wir auch noch mit rein. So, jetzt haben wir nämlich die dicken Engel drin und prinzipiell müsste eigentlich auch dann er nochmal kommen, aber den lassen wir erstmal raus. Also, ich möchte hier hinten auf die dicken Kreaturen und deswegen brauchen wir am Anfang einfach nur so ein bisschen Deckung. So. Der muss rein, weil der ist so geil, der ist so unfassbar vielseitig. Den kann man auch schon mit als 1-1 rausbringen. Also er bekommt halt einfach so viele 1-1 Marken, wie man X hier oben bezahlt hat, aber rausbringen. Sondern für 2 Mana bekommt er nur 1-1. Dann kann ich jede Runde mit Tappen eine 1-1 Marke auf ihn drauflegen. Oder ich kann eine runternehmen und auf alle meine Kreaturen eine 1-1 Marke legen. Deswegen ist das hier, der Typ ist einfach nur kolossal. Der Champion ist geil, wenn er früh kommt. Denn jede Kreatur oder jeder Mensch, der ins Spiel kommt, der gibt ihm eine 1-1 Marke. Und das ist halt so der frühe Start. Der frühe Start soll die Menschen pushen.
So, deswegen haben wir hier diesen Todgeweihten einfach rausbringen. Ein Mana, 1-1, ist ja schon mal an sich eigentlich gar keine schlechte Sache. Vor allem bringt er dem Champion dann was. Und auch der Meute sollte er sterben. Und er bringt sogar nochmal einen Flyer mit, ein 1-1. Und das ist immer geil. Deswegen rein damit. Den Seelenwächter habe ich erstmal nur drin, um einfach unser Lebenspunktepolster ein bisschen, eventuell mit etwas Glück, aufrechtzuerhalten. Und den Path to Exile natürlich, um seine Kreaturen wegzuhauen. Weihen, gut, lenkt allen Schaden ab. Da können wir richtig, also von einem Zauberspruch, da können wir ordentlich Schaden abhalten. Aber ehrlich gesagt, packe ich den nochmal raus, weil der kommt nur gut gegen Zaubersprüche, auch Schaden machen. Also Dodge and Burn, Chandra, dagegen ist das eine unschlagbare Karte. Aber auch nur da. Und das ist mir zu viel spezifisch wiederum. So, hier haben wir Talia. Talia muss einfach rein. 2 Mana, 2-1. Geht, aber First Strike, dadurch ist die wieder geil. Und Nicht-Kreatur-Zaubersprüche kosten 1 weniger. Das ist jetzt gerade der Punkt, den ich jetzt erst sehe. Bei einem fast reinen Kreaturendeck bin ich da eigentlich wenig überzeugt von. Da packen wir lieber noch eine Ehre der Reinen rein. Also wir haben 17 andere Karten. 17. Brauchen wir den dann zweimal? Nee. Nee. So, der Inquisitor. Ja, 2-2 First Strike. Alleine deswegen würde ich ihn gerne reinnehmen. Vampire, Werwölfe und Zombies. Gut, hier gibt es, glaube ich, 2-3 Vampire. Flattern hier, glaube ich, auch mit rum. Werwölfe, glaube ich, gar keinen. Jedenfalls habe ich noch keinen gesehen. Zombies gibt es natürlich genügend. Ich finde ihn sowieso geil. Der bleibt auf jeden Fall drin. Der große Abschaffer. Der muss drin bleiben. Das ist eine mega pornöse Karte. Die unbändige Meute lassen wir auf jeden Fall auch mal drin. Denn wenn eine Kreatur stirbt, bekommt er einen 1-1 Marker. Und ja, bei uns stirbt auf jeden Fall einiges. Die Ehre der Reihen habe ich jetzt dreimal drin. Pusht alle weißen Kreaturen. So, Ain hier brauchen wir zum Beispiel jetzt nicht mehr. Ne? Das ist diese Verzauberung. Die Bürger versammeln sich. Auf jeden Fall viermal drin. Muss sein. Hier den sanften Mentor. Karten ziehen ist Gold wert. Der macht Token. Dreimal, zwei Ringe. Oh Mann, ich habe ein Problem, sehe ich gerade. Oh, das ist so ein Offensiver. Nee, wisst ihr was? Müssen wir ein bisschen anders machen, müssen wir das. So, der kommt einmal rein. Komm, zwei reichen völlig. Reicht auch zweimal völlig. Huhuhuhuhu. Ja, so wie ich das Deck spielen möchte, muss ich einiges raushauen. Das ist irgendwie auch etwas, was ich gerade ungern möchte. Das reicht auch einmal. Die ganze Defense nehme ich auf jeden Fall mit, weil sie auch sehr kostengünstig ist. Und ab 4 Mana gehe ich hier nochmal ordentlich was ab. Wobei ich zum Beispiel, für 4 Mana ist der Kleriker eigentlich somit das kleinste Geile hier. Da finde ich jeden Engel geiler, deswegen fliegt das einfach raus. Wir haben, für 4 haben wir hier geile Viecher. Das muss man einfach so betrachten. Der ist für 4 einfach, der ist schon cool. Mit dem kann man eine gute Kombo machen. Müssen wir nachher mal gucken, mit was genau der kombiniert. Ja, sich selber kombiniert. Geil ist natürlich auch, wenn er zum Beispiel hier den hier kaputt machen möchte. Um seine frei zu bekommen, dann spiele ich den Flash dazwischen und sage, haha, die kommt ins Exil, dadurch kommt seine frei, dann kommt meine wieder, sein Zauberspruch ist gecancelt und ich kann den anderen direkt wieder ins Exil nehmen, geile Nummer. Also ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Dann haben wir hier schon mal direkt die fetten Engel. Ja, und ab hier hinten geht richtig Party los, ne? Aber sehr, sehr teuer, also die sind sehr, sehr teuer hier gerade. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. Jetzt habe ich die.
zunehmende hinten, die nehmen wir einmal, die reicht völlig einmal. Komm, machen wir das mal. 5 Mana. Können wir zweimal drin lassen. Gucken wir nochmal ganz hinten. Also Awashin muss natürlich rein. Also die Frau mal Anrufung ist natürlich schon so eine Sache. Level 7 Mana kommen. Hat mir schon mal den Arsch gerettet, will ich gar nicht anders behaupten. Und es ist ja auch ein Deck, wo viele Kreaturen da sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich 7 Mana habe und ich habe genug Kreaturen. Doch, 7 Mana ist nicht. Hier, Twilight Shepherd, also Zwielichtshirtin, ist auch so eine Karte, die gut kommt mit der Combo da. Also mit der Flash-Karte. Ehrlich gesagt, finde ich hier andere Karten krasser. Wobei, wenn sie da ist und wir das Mana aufheben, dann. Der kommt raus. Weil scheiße ist es bei der Karte, wenn man die einfach lange nicht zieht. Die muss aber früh ins Graveyard, dann ist die super. Wenn du die auch frühzeitig nicht ziehst oder nicht wegbekommst, hast du die auf der Hand. Dann spielst du sie halt später mit 6 Mana und hast für 6 Mana einen fliegenden 5-5er. So, bis die dann wieder gut wird, dauert wieder. Der Requiem-Engel hingegen ist ziemlich cool, weil er halt einfach Flyer ausspuckt. Ja? Ich pack den Explosionsengel raus. Aber der ist geil. Der ist richtig geil. Ich pack ihn nochmal rein. Der ist wirklich geil. Quatsch, warum ist denn die drin? War ein Versehen. Die sollte überhaupt nicht rein. Ja, geile Karte, ne? Reicht uns theoretisch aber auch einmal. Ja, reicht uns einmal. Komm, wir dünnen jetzt mal hier vorne noch ein bisschen aus. Das sind alles Blocker, geile Blocker. Oder in Kombo hinten mit dem anderen Engel werden das sogar Flyer dann wieder rauskommen. Die Arschspiel-Defense, die wir hier haben, ne? Ich finde sie cool. Ich lasse sie drin. Gucken wir uns mal die Dreier-Slots an. Bringt der eigentlich Flyer oder normale Menschen? Normale Menschen. Ja gut, aber wir können damit Blocker ins Spiel spucken. Das finde ich schon richtig hart. Naja, guck mal hier. 3 von denen brauchen wir nun wirklich nicht. Genau vom Aufseher. Eigentlich, also ein Aufseher raus, fertig, reicht. Ich packe einen Eimer rein. Ja, immer noch zu viel, einfach hier vorne. Irgendwie zu viele Zweier sind mir das. Ja, dann komm, dann fliegt Talia jetzt doch raus.
Eine Sammlung fliegt raus. Hier bin ich mir auch noch nicht sicher. Wenn sie mal kommt, dann kann sie gut kommen. Wenn sie aber schlecht kommt... Und wenn ich schon überlege, ob, dann kommt sie raus. So, jetzt haben wir eigentlich ein Deck, was gut funktionieren sollte. Und das sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Also bis gleich, Leute!